Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gucken wir wieder in die Vergangenheit. Wir schauen uns die Neuzugänge aus September 2017 an und stellen uns die Frage, schon gelesen oder suppt es noch? Ein Format, ich sage es immer wieder gern, was mir selbst unglaublich gut gefällt, weil man sich da einfach nochmal mit seinen Neuzugängen beschäftigt und einfach irgendwo einen Überblick bekommt. Was ist vielleicht noch tatsächlich auf dem Sub? Was hat man vielleicht tatsächlich irgendwie wo vergessen? Und was hat man gelesen? Und ja, wie hat es einem gefallen? Der September im letzten Jahr hatte 25 Bücher. Das habe ich in meiner Statistik zahlenmäßig mal nachgeguckt. Und ich bin sehr gespannt, welche Bücher es sind. Und wir gucken uns wie immer gemeinsam das Video an, das, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen länger ist. Aber ja, ich gucke mir ja das eigene Video mit einer anderen Geschwindigkeit an. Und das, ja, könnt ihr dann ja gefühlt auch hier unten sozusagen sehen. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video und wir gucken mal, wie viele Bücher schon gelesen sind. Ja Mensch, ich glaube, da war ich kurz vorher sogar beim Friseur. Ich glaube, danach ist es ja auch ziemlich zeitnah in den Ägyptenurlaub gegangen und ich glaube deswegen die neue Frisur, die ich danach im Urlaub hatte. Ja, theoretisch sehen sie jetzt ja auch so aus, aber jetzt sind die Haare ja ein bisschen anders hingestylt. Ja, das erste Buch ist Die Unvollendeten von Kate Atkins und ich glaube, das war eine Medimops-Bestellung, die ich gemacht hatte. Habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Auch Wiedersehen im Brightsheet, ja, habe ich auch nicht gelesen. Das habe ich, glaube ich, bestellt, weil es mich so ein bisschen an Downton Abbey erinnert hatte. Habe ich auch gebraucht bestellt. Ist, glaube ich, jetzt alles erst eine Medimops-Bestellung. Wurde nicht gelesen. Auch Rebecca von Daphne du Maurier. Warum habe ich denn das noch nicht gelesen? Also da muss ich ehrlich sagen, das verwundert mich. Das habe ich, ja, das wollte ich unbedingt haben. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum, weil irgendwo war es mal im Gespräch und das hatte mich total angefixt und irgendwie, ach ja, tragisch, tragisch, tragisch. So ist es tatsächlich manchmal. Also schon komisch, ne? Dass man ja oftmals auch so Bücher gebraucht kauft, weil sie gefühlt günstig sind und dann greift man irgendwie nicht mehr zu. Ja. Muss man mal an sich arbeiten. Am Ende aller Zeiten, das habe ich auch gehört, gesprochen von Uwe Teschner, den ich eigentlich als Hörbuchsprecher mag. Das Buch ist, glaube ich, so eine Endzeit-Dystopie oder irgendwie eine Endzeitgeschichte, habe ich abgebrochen und auch umgetauscht. Sehr schön fand ich Driving Miss Norma, sag ja zum Leben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da ging es ja um die alte Frau samt Hund, die dann mit ihrem Sohn und der Schwiegertochter irgendwie im Wohnwagen, glaube ich, durch Amerika gereist ist. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Marco Steiner, Weltherz, habe ich gelesen. War ein Rezensionsexemplar. Ich glaube, ich fand es nicht gut. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, ich hatte hier etwas anderes erwartet und dann war es doch eher so eine Runterzählen von Geschichten. Die Entdeckung des Glücks hat mir gut gefallen, ist aber eher was für Einsteiger gewesen, wie ich glaube ich fand. Wenn man sich eben schon ein bisschen mit diesem Thema irgendwie beschäftigt hatte, dann wusste man schon im Groben, was da drin steht. Ich glaube, es war nicht sehr viel Neues darin gestanden. Ich habe das auch, glaube ich, weiter verschenkt und habe es aber gelesen. Und wie gesagt, ich glaube, so die Ansätze waren auch okay. Aber ich habe jetzt tatsächlich, glaube ich, auch gefühlt nichts daraus mitgenommen, weil ich mich auch vage, so gefühlt gar nicht mehr daran erinnere. Aber es sah auf jeden Fall schön aus. Es klang interessant und war, glaube ich, auch irgendeine Empfehlung aus The Flow, wenn ich mich nicht recht entsinne. Da beziehe ich ja öfter mal so Buchtipps her. Dann Qualityland, ein absolutes Highlight im letzten Jahr. Das ist ja diese satirische Dystopie, die es in zwei Varianten gibt. Und bei mir ist, glaube ich, die helle eingezogen als E-Book. Und das wäre auch ein Buch, was ich mir, glaube ich, mal als echtes Buch noch ins Regal stellen würde. Das fand ich einfach großartig. Diese Satire, dieser Humor von Marc-Uwe Kling und wirklich so die, ja, dieses Dystopische so auf die Schippe genommen, an die Spitze des Humors gebracht. Und ich habe so viel gelacht und ich, ja, das war, glaube ich, auch absolut ein absolut verdient. Des Jahreshighlight. Das fand ich wirklich großartig. Das kann ich auch nach wie vor absolut empfehlen. Das war wirklich toll. Dann ist White Sands von Jeff Dyer bei mir eingezogen. Habe ich, glaube ich, auf dem Heimflug dann begonnen. Fand ich aber überhaupt nicht gut. Das sind so eine Kurzgeschichtensammlung von dem Autor. Es geht, glaube ich, immer auch darin um ihn selbst. Und er nimmt uns im Grunde auf eine Reise so durch verschiedene Länder auch irgendwie mit. Und ich mochte es irgendwie nicht. Es hat mich selten irgendwie eine der Geschichten wirklich angesprochen. Mir hat es nicht gut gefallen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es beendet habe oder ob ich zwischendrin in den Geschichten immer mal weiter geblättert habe. Ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß, dass ich es mit dem Urlaub hatte und dann eben auf dem Heimflug gestartet hatte, aber mehr dann tatsächlich leider auch nicht. Ja, dann ist ja eine neue Version von Peter Pan bei mir eingezogen. Von der lieben Tanja habe ich das geschenkt bekommen. Ich kenne Peter Pan, habe ich schon 3-4 Mal gelesen. Diese schöne Ausgabe natürlich noch nicht. Ich habe
Man sollte sich das, glaube ich, auch einfach mal wieder vornehmen, dass man einfach so jeden Monat ein Kinderbuch irgendwie liest, weil Peter Pan ist auch eine wunderschöne Geschichte. Zähle ich jetzt aber als gelesen, weil es im Grunde einfach nur eine andere Ausgabe war. Wann immer ich die Sonne sehe, war das neue Buch von Michelle Schrenk im September letzten Jahres. Ein Buch, das mir wieder sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Michelle Schrenk hat für mich einfach unglaublich viel Gefühl und Emotionen in ihren Geschichten. Die machen mir immer besonderen Spaß. So auch diese und auch das Cover ist ein absoluter Traum. Ich finde immer, dass man bei Michelle Schrenk eben einfach so die Lebensfreude pur in den Covern auch sieht und fast eine Spur zu kitschig, aber schön. Dann ist Sungs Laden bei mir eingezogen als Hörbuch, das habe ich auch gehört. Ich fand es ganz okay, es geht ja da irgendwie auch um ein Schulfest, wo so ein bisschen gefeiert werden soll, dass man eben unterschiedliche Kulturen hat. Jeder bringt aus seiner Kultur was zu essen, zu trinken, irgendwas mit, einer Aufführung. Und wir haben dann eben den Jungen, der irgendwas aus dem Laden seiner Oma, glaube ich, mitbringen soll. Ich kann mich gefühlt nicht mehr wirklich daran erinnern. Ich weiß, ich habe es gehört und ich fand es auch irgendwie okay, mehr aber tatsächlich dann noch nicht. Ich glaube, ich gab es zu einem halben Gutschein und da ist es mir auch aufgefallen. Der verwunschene Gott von Laura Labers, hat mir sehr, sehr gut gefallen. War, glaube ich, der Auftakt einer Trilogie, die ich irgendwie gar nicht mehr weiterverfolgt habe. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ob es da irgendeine Wendung gab, die mir nicht gefallen hat, kann ich mich jetzt gefühlt leider gar nicht mehr dran erinnern. Müsste ich mir mal meine Notizen zum Buch mal so ein bisschen angucken. Irgendwie habe ich sowieso Laura Labers irgendwie aus den Augen verloren. Ja, das ist geht manchmal schnell. Ne? Weil wenn man viel liest, viele Autoren auf dem Schirm hat, da fällt auch irgendwann mal irgendeiner hinten runter. Das ist tatsächlich leider einfach so. Ich mochte aber immer die Weltenerschaffung von Laura Labers sehr gerne. Ja, Talon, das müsste der vierte Teil von Julie Kagawa sein. Der erscheint jetzt im Oktober auch der fünfte Teil. Und ich bin jetzt mega gespannt. Ich weiß, dass mir der vierte wieder besser gefallen hat als der dritte. Für mich kam bisher noch keiner an den ersten ran. Und ich bin jetzt tatsächlich auch froh, wenn mit dem fünften dann diese Welt abgeschlossen ist. Ich bin ja davon ausgegangen, dass das eine Trilogie wird. War dann schon enttäuscht, dass es hieß, es werden vier Teile. Dann war der vierte da, dann hieß es, es werden fünf Teile und ich hoffe jetzt, dass nach dem fünften auch mal Schluss ist. Also ich bin zwar ein Freund von großen Welten und viel Erzählerei, aber wenn dann die Bücher wirklich im jährlichen Abstand kommen, irgendwann, nach 3 Jahren hat man einfach, dann irgendwo die Lust verloren. Ja, Happy Minutes war im Grunde ein Buch, ich glaube, zum Meditieren in Minuten, also dass man eben auch eine Meditation durchaus mit 5 Minuten und Ähnlichem, ich glaube, es waren, oder 4 Minuten machen kann, wie man dazu kommt, was das alles bedeutet, fand ich gut, habe ich aber auch weitergegeben, weil es eben einfach mehr für Anfänger gedacht ist. Wenn man irgendwie schon einen Erfahrungswert hat mit Meditation, mit Yoga, mit diesen Gedanken, dann ist das leider immer nicht ganz so vielgebend. Ja, Der schwarze Thron von Kendara Blake, ein Buch, das ja sehr unterschiedlich gehypt wurde. Entweder es haben die Leute geliebt oder sie haben es gehasst. Ich fand den ersten Teil wirklich großartig. Ich mochte diese Welt mit diesen, waren das die Schwestern, ne? Die irgendwie gegeneinander, waren das 2, 3 Schwestern, wo im Grunde nur eine überleben kann und dann die neue Königin werden kann und die eben auch besondere Gaben haben, die sie gegeneinander einsetzen. Fand ich gut. Ich habe den zweiten, glaube ich, auch gelesen. Den mochte ich, glaube ich, nicht mehr ganz so. Ja, und dann Size von Neil Schusterman. Ein absolutes Highlight im letzten Jahr. Auch der zweite Teil in diesem Jahr war grandios. Ich liebe diese Welt. Diese Gilde, wo wir eigentlich in einer Welt sind, die unsterblich sind. Und aber diese Gilde vom Tod sozusagen, die eben als einzige töten können. Und es war so geil vertont. Ich war absolut hin und weg. Ich habe mich beim zweiten sehr geärgert, dass die Vertonung erst zu spät gekommen ist und ich im Grunde den zweiten dann gelesen habe. Ich denke aber, wenn der dritte im nächsten Jahr hoffentlich kommt, werde ich beide auf jeden Fall nochmal hören. Großartige Geschichte, hat mich total gefesselt, gepackt und nachhaltig auch wirklich ist die noch in mir drin. Also ganz, ganz toll. Ja, Lavendel ist eingezogen. Ein Buch aus dem Drachenmond Verlag hatte ich, glaube ich, auch von denen zur Verfügung gestellt bekommen. Habe ich, glaube ich, noch nicht gelesen. Ist aktuell, glaube ich, auch verliehen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ich glaube, ist auch aktuell eine Freundin verliehen. Habe ich aber selbst noch nicht gelesen. Hatte mich aber angesprochen mit diesen Masken und ich habe ja gern immer mal Bücher aus dem Drachenmond Verlag gelesen. Dann haben wir Dornenhecken und hinter Dornenhecken und Zauberspiegeln. Das ist eine Anthologie von verschiedenen Autoren aus dem Drachenmond Verlag. Und da habe ich einige Geschichten gelesen. Es gab eben auch einfach Themen, die mich nicht angesprochen haben. Da habe ich dann halt auch einfach nach 3, 4 Seiten gesagt, ach nee, es ist nicht meins. Habe dadurch auch 1, 2 neue Autoren entdeckt. Hat mir ganz gut gefallen insgesamt. Ich bin nur nicht immer in Kurzgeschichtenstimmung. Ich glaube, ich muss da auch einfach drin sein. Aber ich finde, so eine Anthologie bietet sich einfach an, um neue Autoren auch einfach mal zu entdecken.
Dann ist eingezogen, ich glaube, bei einer Rebuy-Bestellung, ja, die Zelle von Jonas Winner ist aktuell auch schon gelesen, haben wir im Leseklub diesen Jahres gelesen. Mir hatte ja Mörderpark sehr, sehr gut gefallen. Dann sind, glaube ich, auch zwei Bücher von ihm eingezogen, unter anderem eben das eine. Und das hat mir ganz gut gefallen, aber es hatte auch zwei, drei Punkte, die ich nicht so schön fand. Dann ist ein Fotografieband von Benny Rebel bei mir, oder Rebel, bei mir eingezogen. Ein Buch, ja, der hat Tierfotografie gemacht, fand ich großartig, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann ist im Englischen Der Hobbit von J.R.R. Tolkien bei mir eingezogen, ein Buch, das ich schon einige Male gelesen habe, und es gab die englische Ausgabe, ich glaube, relativ günstig, und sie passt eben perfekt zu meinen Herrn der Ringe Ausgaben, die ich eben habe, die eben auch schwarz sind mit diesen drei Punkten sozusagen, und da musste die im Grunde einfach mit, ist also im Grunde schon gelesen, wenn auch diese Ausgabe noch nicht. Ja, dann haben wir hier Das Urteil der Sieben von George R.R. Martin, das ist Der Heckenritter, leider noch nicht gelesen. Ich weiß gar nicht, was da mit mir los ist. Ich glaube, auch das nächste Buch, was von ihm dann irgendwie kam, ist noch nicht gelesen. Steht zumindest noch eins im Regal, das auch nicht gelesen ist. Ja, ich weiß gar nicht. Es ist halt George R.R. Martin und es ist, glaube ich, eine Vorgeschichte irgendwie zu Das Lied von Eis und Feuer. Ja, genau, Traumlieder, das ist der erste Teil. Das sind, glaube ich, Kurzgeschichten, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich glaube. Und auch die habe ich noch nicht gelesen. Ich glaube, die gehen aber mehr in Science-Fiction als in High-Fantasy. Aber ich finde jetzt einfach, es ist jetzt Herbst-Winter. Und ich denke, da kann man jetzt einfach mal Sci-Fi und auch High-Fantasy lesen. Und ich glaube, das muss jetzt auch einfach mal gelesen werden. Ja, meine Hand hat gezählt. 5 Bücher noch nicht gelesen von 25. Ich glaube, das ist tatsächlich doch ein ganz guter Schnitt. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Ja, wobei man natürlich schon sagen muss, gerade bei Rebecca ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich noch nicht gelesen habe. Und auch bei den beiden Büchern von George R. Martin, da denkt man sich immer so, Mensch, ach, man muss das auch einfach lesen, ne? Aber irgendwie, es geht manchmal eben einfach unter. Also wenn man einfach, glaube ich, auch einen großen Sub hat, da verliert man manchmal den Überblick. Vielleicht sollte ich tatsächlich mich mal an den Subabbau machen und ja, diese Bücher irgendwie besonders kennzeichnen, dass sie mir mal irgendwie so immer mal mehr auffallen. Ich meine, der Vorteil von diesen echten Büchern ist ja schon, dass sie zumindest im Regal stehen und sie einen mahnend angucken. Bei E-Books, das geht ja öfter mal unter. Aber ja, ich glaube, ich muss mich da einfach mal dran machen. Und es sind aber 5 Bücher ungelesen, das heißt, 20 Bücher wurden gelesen. Und ich glaube, dass man da tatsächlich gar nicht meckern kann. Das ist ein guter Schnitt. Freut mich sehr, dass das trotz der vielen Neuzugänge so gut aussieht am Ende des Tages. Ich meine, klar, ich bin ja auch wirklich eine Vielleserin und habe natürlich wirklich einige Bücher, die ich im Monat auch lese. Da tun jetzt diese 25 Neuzugänge eigentlich nicht weh. Aber es sind halt 5 auf dem Sub, die noch nicht gelesen sind. Und ja, daran arbeiten wir mal. Ja, das war's jetzt aber, der Rückblick. Ich bin sehr gespannt, wie es vielleicht bei euch aussieht, ob ihr eins der Bücher, die ich vorgestellt habe und noch nicht gelesen habe, vielleicht kennt, oder auch von den anderen Büchern, dass es euch damals irgendwo angefixt hat, ihr es vielleicht auch bestellt habt oder gekauft habt und dann gesagt habt, Mensch, jetzt liegt es tatsächlich auch noch bei mir rum. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, und wenn ihr eins der von mir noch ungelesenen Bücher kennt, dann könnt ihr mir das natürlich auch gerne schreiben, ob es sich lohnt, es zu lesen. Und wenn ihr natürlich auch eins der Bücher kennt, die ich hier gerade gefeiert habe, wie Thighs oder Quality, ja, da bin ich natürlich auch neugierig auf eure Gedanken. Alles dazu natürlich gerne in die Kommentare. Ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.